Gabi. Ja. Es muss ja, also ich meine, es gibt ja leider viel zu wenig, dass sich irgendwie bei Tageslicht irgendwie auf die Straße trauen. Aber ich finde es einfach total wichtig, dass wir nicht nur auf den Bühnen und auf den Partys präsent sind, sondern auch einfach mal so auf die Straße gehen, dass die Menschen sehen, wir sind ganz normale Menschen und nicht bloß irgendwelche Zirkusclowns, die exotische Sprüche reißen. Ich meine, das sind wir auch, aber halt nicht mehr. Aber wir können es auch tagsüber in der Sonne auf Benzin sparen. Hi, what's your name? Hey, I'm Nikola, nice to meet you. Nikola, where are you from? I'm from Serbia. Proud to be here today to fight for the equal marriage. Fabulous, and wonderful. Also for rehabilitation for those who were convicted under the Criminal Act before 1994. So wonderful. This is very important for you guys and for the LGBTI people in Serbia as well. As you can see, the International Day against Eiderhot is just not something that happens in Berlin. It's something that happens especially in Serbia as well, because it's the International Day. So, thanks, yes, exactly. Welcome. Enjoy. Thank you. Yes, guys. Enjoy. So, der Kleine mit der Brille, seht ihr den da? Der ist ganz, ganz klein. Heiko Maas ist der Justizminister von Deutschland, jetzt gerade. Und der ist jetzt da und da wollen alle hin. Und es sind sehr viele Leute da, die zu ihm hin wollen. Deswegen sind ganz viele Bodyguards da. Und die Lüders ist auch da. Ist die kleine Blonde mit dem Bob. Steht neben ihm. Und die reden jetzt über Politik wahrscheinlich. Oder über Geschlechter. Ist ja beides eins. Also jetzt kommt der Heiko. Verbrechern abgestempelt wurden, nur weil sie geliebt haben. Dann kann das nicht so stehen bleiben. Der ist sehr geil, der Bodyguard. Ich muss sagen, optisch gesehen finde ich den Bodyguard ein bisschen interessanter als den Heiko. Ich glaube, der Heiko hat politisch mehr zu sagen als der Bodyguard. Wir machen nochmal kurz den optischen Vergleich. Meinst du, der Heiko, der kommt mal zu uns? Natürlich kommt der Heiko gleich. Ich glaube, wir gehen zum Heiko hin. Meinst du? Ja. Ja. Aber also heimlich freut sich der Heiko mehr auf uns. So, jetzt gehen wir mal. Jetzt geht er schon wieder weg, der Heiko. Jetzt geht er. Ja, ja. Und zwar. Nüscht mit dem Heiko, ich hab's gewusst. Wir wollten doch zum Heiko mal kurz. Geht der Heiko jetzt nach Hause? Jetzt geht der Heiko. Ich glaube, der Heiko geht nach Hause, dann gehen wir nochmal kurz. Aber da ist die Bettina Böttinger. Da ist die Bettina Böttinger. Sie ist jetzt geht der Heiko. Guten Tag, guten Tag, Herr Beck. Herr Beck, hallo. Ja, Sie waren wahnsinnig viel. Na? Guck mal, das ist der Herr Beck. Herr Beck. Das ist der Herr Beck. Das ist der Herr Beck. Mal, du bist also Herr Beck, sag schon mal, Herr Beck, was hältst du nicht von der AfD? Gar nichts, weil es sind Kartenfänger, die versuchen, mit Hetze gegen Minderheiten Wir fangen am besten nochmal an, weil Claire Waldorf ist nämlich sehr laut auf der Bühne. Heiko Beck, was hältst du von der AfD? Heiko Beck, Jetzt habe ich Heiko zu ihm gesagt, ich habe Heiko Beck zu ihm gesagt, ich habe zu Volker Beck Heiko Beck gesagt. Oh nein, oh warum? Das wäre ein Fauxpas. Ja, voll schön. Ich bin so schlecht vorbereitet. Peinlich. Heiko Beck. Hast du eigentlich Marcel noch Hallo gesagt? Nee, der ist schon wieder weg. Ich will kotzen. Mit dem wollte ich noch was sagen. Ja. Wo ist er denn hin? Ich habe Heiko Beck gesagt. Ladies and gentlemen, I found Mr. Gay Chile for Mr. Gay World 2017. Yeah, 2017. What's your name, sweetheart? My name is Juan Pedro Pavez. I to represent Chile. I'm very excited. The competition was 1 week ago. Where? In Madrid and Maspalomas, Gran Canaria. Lovely, lovely. Yeah, yeah. So you can travel all around experience. The world because you are gay and a mister. Yeah. Interesting, isn't it? I tell you all, become gay and a mister, and then you can see all the places in the world you ever desired to go to. Ja, bye. Wenn man am Brandenburger Tor hinter einem Bauzaun sitzt, fühlt man sich manchmal ein bisschen wie das Transenäffchen im Zoo. Nur, dass man von den Zaungästen nicht mit Erdnüssen beworfen wird. Jurassica Palka. Jackie O. Weinhaus. Wascht euch mal unten rum. Teenies waschen sich doch nie, oder?
Und weil Travestie für Bund und Länder am Brandenburger Tor auch immer sehr lang dauert, muss man ab und zu mal ein Wasser trinken, so ein Wässerchen, eine Wasserschorle auch bei den Temperaturen. Und dann muss man ja auch aufs Klo gehen. Und jetzt gehen wir nicht ins Adlon, sondern zu Starbucks. Oh, hier ist gerade Einsatzkommando, meine Liebe. Das sind die Menschen, die uns bewachen. Die sind sehr nett. Oh, guck mal, der war süß. Ja, die bewachen uns, weil nämlich nicht alle Menschen transen mögen. Da ist ein Schild, das heißt, sorry, no toilets. Fickende Hunde. Thank you. Becker Wiedemann vielleicht. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht eine Kundentoilette? Bitte? Oh, fantastisch. Danke sehr, sehr nett. Also bei Becker Wiedemann, danke ebenso. So bei Becker Wiedemann sind sie sehr hilfsbereit. Die haben uns nämlich darauf hingewiesen, dass es bei Dunkin Donuts nebenan. So, das Klo bei Dunkin Donuts ist auch sehr beliebt. Na, gehen wir ins Adlon. Komm, wir suchen einen Busch. Das Klo ist sehr beliebt bei Dunkin Donuts. Hier gehen nämlich alle Touristen, Transvestiten und alle anderen, die es nicht einhalten können. Leute mit Blasenschwäche, ohne Tena Lady im Schlüpfer, jeden da pullern. So, Tavagia, Erlebnis Europa. Die haben bestimmt auch keine Klos. Da ist ein Bauzaun. Komm da. Ja. Nee, Jurassica, da ist ein Häuschen mit jemand drin, da können wir nicht pullern. Ich kann. Da drüben sind die Bullen. Da. Mann, ich muss so pissen. Jurassica, hast du Kleingeld mit bei? 50 Cent. Na, gucken wir mal, ob der Trans. Hast du 50 Cent? Musst du auch pullern? Willst du prophylaktisch pullern gehen? Gib her. Oh. Also, der Geruch überzeugt bereits. Oh Gott, bleibst du draußen? Okay, ich komm rein. Wie macht man das jetzt zu? Oh Gott. Du hast ja auch nur fast das an, du hässliche. Ih! Ih, das ist kacke. Ich bin so. Also, die Tür geht auch eigentlich nicht zu. Wie ist denn das Bein jetzt? Also, mit dem Bein geht's auch nicht. Jurassica? Jurassica! Die Tür geht nicht zu. Kannst du mich kurz covern? Kannst du dich bitte mit dem Rücken stellen, dass mir jeder auf die Nudel guckt, wenn ich puller? Ich könnte kotzen. Na, wenn du mir deinen Kaffee gibst, kannst du ein Foto haben. Guck mal, Germany kann nicht sagen. Ich war auch nicht wie apart. Ich möchte es anfassen. Zeig mal. Dominik hat eine Zahnspange oben und unten. Sehen wir das? Nee, warte mal. Oh, fickende Sonne. Fickende Sonne. Mach mal das Maul auf. Mach mal den Mund. Öffne den Mund. Wollte ich mich sehr bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute draußen mit Frau Weinhaus genießen konnten. Auch mit Dominik. Es war sehr schön. Ich war heute sehr draußen. Moment, du bleibst hier stehen. Ja, natürlich. Musst du mal die Haare kämmen. Sowieso. Dominik, habe ich jetzt die Haare gemacht mit sehr viel Haarspray? Sehr viel. Ich freue mich sehr. Es wird sehr schön. Weiß. Das war die aktuelle Ausgabe von draußen mit Frau Weinhaus am Pariser Platz heute mit Jurassica Parker. Wir haben Politik erlebt und gemacht und mit Herz. Mit Herz. Und es war ganz fantastisch. Ich freue mich sehr auf die nächste Ausgabe von draußen mit Frau Weinhaus. Vielleicht ist dieses Übel auch wieder mit dabei. Alles Liebe, eure Frau Weinhaus. Du musst jetzt kurz sagen, Travestie macht beliebt. Travestie macht beliebt. Travestie macht beliebt. Lauter. Travestie macht beliebt. Travestie macht beliebt. Travestie macht beliebt. Ungeil ist anders. Ungeil ist anders. Erstmal zu Penny. Erstmal zu Penny. Super. Ich will was essen. Wir gehen jetzt nach Hause. Hast du was zu essen zu Hause? Bestimmt. Guck mal, eine Pizza bestellen. Klausi hat ich was Hunger. Zu essen. Die Klausi hat den Hund. Wir können nicht den hat Hund essen. Etwas eingekauft. Der Hund hat immer schlechte Weinhaus. Laune und beißt Transen. Wie du mich nervst, Weinhaus. Ich Klausi weiß. Hat was eingekauft, echt? Hat er mir geschrieben. Mit Wurst und also, Käse? Ja, weiß ich nicht. Ja? Jetzt hör bitte auf, mich zu nerven, bitte. Ach, übrigens. Was mir Volker Beck so alles über die AfD erzählt hat, könnt ihr in der kommenden Ausgabe von Frau Weinhaus fragt hier bei mir bei YouTube erfahren. Bis dahin alles Liebe,
eure Frau Weinhaus.